So, da Leute, da bin ich wieder. Jetzt machen wir noch das Licht an, machen wir es uns ein bisschen romantisch. Und wie ihr gerade sehen könnt, bin ich hier mitten im Umzug oder besser gesagt im Einzug in meine neue japanische Wohnung, die ich bekommen habe. Und weil Japan ja gerade die Grenzen auch wieder geöffnet hat, dachte ich mir, erzähle ich euch einfach mal, was ihr denn so genau braucht, um sowohl ein kurzfristiges Visum bzw. ein Kurzzeitvisum als auch ein Langzeitvisum zu beantragen. Und währenddessen ich euch das zeige, oder währenddessen ich euch das sage, dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal hier so, was ich so in der letzten Zeit hier so bei mir am Weg runter zur Sprachschule alles entdeckt habe. Spoilerwarnung, es hat 8 Beine und es wird nicht jedem gefallen. Deswegen, legen wir los, oder? Also, gehen wir zuerst auf das ein, was ein bisschen leichter ist, und zwar kurzfristige Visen. Ist Visen die Mehrzahl von Visum? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall für Kurzaufenthalt Visum. Visen? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall für ein kurzzeitiges Visum, was zwischen 90 bis 180 Tagen geht. Oder also von 0 bis 180 Tagen. Irgendwo in diesem Zeitraum. Aber 90 Tage ist so das Standardding. Und wenn man es verlängern möchte, kann man das für einen kleinen Aufpreis, einen 2 Shekel, auch verlängern lassen. Ich glaube, so 200 Euro kostet das Ding in etwa. Und dann kann man ein halbes Jahr in Japan bleiben und Urlaub machen. Dieses Ding zu beantragen ist eigentlich relativ simpel. Man nimmt einen Flug, bucht den, fliegt nach Japan rüber und kriegt dann dieses Visum einfach am Flughafen zugesteckt, mehr oder weniger. Also das ist wirklich nicht schwer, man füllt ein, zwei Dokumente aus, kriegt einen Stempel und ist dann offiziell Tourist in Japan und kann halt seines Weges gehen. Wenn man das natürlich verlängern möchte, ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Geld zahlen und dann ist das auch möglich. Auf der anderen Seite, wenn man ein langfristiges Visum haben möchte, ist das Ganze sehr, sehr, sehr kompliziert. Und ich übertreibe hier nicht, es ist wirklich schwierig. Also ein Visum für Japan zu bekommen, wo man ein Jahr, zwei Jahre, drei, vier, fünf Jahre hier bleiben darf, ist erstens auf fucking viele Auflagen angebunden und auch wirklich, wirklich schwer zu bekommen. Also das Ganze fängt ja mal damit an, dass ihr euch einen Flug bucht. So wie mit jedem Visum gefühlt. Und das nächste, was ihr braucht, um ein japanisches Langzeitvisum zu beantragen, ist euer CEO, also Certificate of Eligibility heißt das. Das sagt einfach nur, also das ist einfach nur ein Zertifikat, was besagt, dass ihr legit seid, mehr oder weniger. Und das bekommt ihr von der Person oder dem Institut, was für euch wirkt. Das ist in den meisten Fällen entweder der Arbeitgeber, die Sprachschule oder die Universität. Eine von diesen drei Leuten. Und in diesem SEO fragen sie euch alles aus. Also die Standarddaten wie Name, Adresse, Telefonnummer, Sozialversicherungsnummer, Nationalität und dergleichen, was ja okay ist, gar kein Thema. Dann wird es schon ein bisschen komischer und sie fragen euch, yo, was verdient ihr, welchen Job habt ihr, welche Jobs hattet ihr, wie viel Vermögen habt ihr. Das ist auch noch relevant für Japan, wo ich sage, yo, kann man noch verstehen, man möchte ja keine Leute in sein Land hineinlassen, die dann einem nur auf der Tasche liegen und das Sozialsystem mehr oder weniger ausnutzen, sondern es sollen Leute sein, die sich im Idealfall mindestens selbst tragen können, wenn nicht sogar noch etwas zur japanischen Gesellschaft beitragen können. Also macht die Frage ja auch noch Sinn. Und dann wird's komisch, weil dann fragen sie, yo, was für Jobs haben deine Eltern? Das ist scheißegal, wie alt du bist, also du bist 40, dann fragen sie das dennoch. Was verdienen deine Eltern? Und vor allem auch, wie viel Vermögen haben denn deine Eltern? Wo ich sage, ja, ist schon ein bisschen komisch oder odd, also kind of sus. Sus. Basically. Jo, das fragen die. Dann fragen sie natürlich noch die komplette Kriminalhistorie von dir ab und ob du eine hast und ob es in deiner Familie welche gibt. Und es sei auch dazu gesagt, wenn du halt gewisse Informationen über ein Familienmitglied nicht geben kannst, weil, sagen wir mal zum Beispiel rein hypothetisch, dein leiblicher Vater noch Milch holen ist oder noch kurz Zigaretten holen ist, passiert ja mal, hier und da, bei dem einen oder anderen, ist es natürlich ein bisschen suboptimal, wenn man das nicht ausfüllen kann. Muss man schätzen und diese Schätzung sollte halt schon einigermaßen akkurat sein, sage ich mal. Und es ist allerdings so, wenn ihr nicht komplett Mist baut bei diesem SEO, wird das in 99% der Fälle akzeptiert, weil es sind ja immer, oder diese Leute akzeptieren, oder die Leute, die das akzeptieren und euch ausstellen, sind ja die Leute, die von euch irgendetwas wollen. Entweder, dass ihr für diese Leute arbeitet oder für diese Firma, dass ihr auf diese Universität geht, oder dass ihr dieser Sprachschule halt Geld in den Rachen hineinstopft. Also wird das SEO meistens akzeptiert. Jetzt ist allerdings das Problem mit dem SEO auch folgendes, dass
dieses SEO gesetzlich von Japans Gesetzeslage nicht früher ausgeschickt werden darf als maximal 4 Wochen vor dem Zeitpunkt, wo ihr in Japan beginnt. Also 4 Wochen vor eurem ersten Arbeitstag, 4 Wochen vor eurer Einschulung, 4 Wochen vor Unibeginn dergleichen. Das heißt, wenn ihr euren Flug 2 Wochen, und das ist so wirklich das Maximalding, was ich euch raten würde, bucht, bevor euer Leben hier losgeht, mehr oder weniger, dann müsst ihr innerhalb dieser 2 Wochen, muss dieses SEO von euch, von Japan zu euch nach Hause kommen, von euch zu Hause im nächsten Schritt und mit all den anderen Dokumenten, die ich erzähle ich euch gleich, zur Botschaft, in der Botschaft bearbeitet werden, wo Beamte drin arbeiten, immer schwierig. Und dann müsst ihr das ganze Visum auch noch abholen von dort und dann könnt ihr damit erst wegfliegen. Denn es ist nämlich so, ihr braucht nicht nur das SEO für ja, die Botschaft, sondern ihr braucht dazu auch noch ein Visit Japan Fast Track, euer RFS, euer Application Form to Enter Japan, ein Passfoto und den Reisepass, den ihr dann natürlich dort lassen müsst, damit das Visum reingeklebt werden kann. Und by the way, der Reisepass sollte ein paar Jahre aktuell sein. Also entweder knapp davor nochmal neu machen lassen oder ihr habt so noch so 5 bis 7 Jahre drauf auf dem Reisepass. Nur so FYI als Vorinformation. Und wie ich schon gerade angesprochen habe, auf so einer Botschaft arbeiten Beamte. Und das nächste Problem ist, also das trifft jetzt eher auf Studenten und Sprachschulschüler zu, diese Dinge kommen stoßweise, also entweder semesterweise oder halbjahresweise. Und jetzt versetzt euch in die Lage einer japanischen Botschaft, wo Beamte drin arbeiten. Und dann kommen auf einmal so, das ist die einzige Botschaft im Umkreis von 100.000 Kilometer. Und dann kommen auf einmal 20, 30 Sprachschüler auf einmal zusätzlich zu eurem Tagesgeschäft wie Japaner oder sonstiges, die was halt von der japanischen Botschaft brauchen. Und die müsst ihr halt alle abfacken, abarbeiten, nicht abfacken, sorry. Also abfacken werden sie euch auch, aber das ist hoffentlich nicht deren Intention. Aber ja, hab nur an meine Erlebnisse kurz mit der Botschaft zurückdenken müssen. Und ja, die müssen euch dann halt irgendwo auch Termine geben und ihr müsst euch Termine ausmachen. Und bitte macht euch Termine 3, 4, 5, 6 Wochen zuvor aus, weil so Beamten vergeben Termine jetzt nicht unbedingt wie kostenlose Süßigkeiten, sondern dann gibt es so 10 in der Woche und wenn die weg sind, dann könnt ihr euch gerne das mal querschieben und fertig aus. Und dann habt ihr halt kein Visum und müsst so einen Flug neu buchen. Das ist denen in 90% der Fällen halt scheißegal. Und wenn das 950 Euro pro Flug sind, zahlt ihr die halt einfach doppelt. Punkt aus, Ende. Dementsprechend, Leute, vorplanen ist ganz, ganz wichtig und ihr müsst mit den Originaldokumenten in die Botschaft. Das ist das Nächste, was man umgehen kann und Kopien sind teilweise okay mit Sondergenehmigung unter Anführungszeichen, wenn ihr dann beim Visums abholen die Originaldokumente nochmal vorzeigen könnt. Aber wenn ihr all diesen Spießrutenlauf überlebt habt, und das halbwegs gemeistert habt, weil ihr auch permanent Panik habt, dass ihr irgendwas falsch macht, könnt ihr euch auf die Schulter klopfen und dann solltet ihr in 7 bis 14 Tagen euer Visum bei der Botschaft abholen können. Und wie ihr seht, ist das alles schon ein bisschen zeitknapp, wenn man nur 4 Wochen davor die Dokumente überhaupt Japan verlassen dürfen oder wenn die überhaupt erst zu euch zugeschickt werden. Aber Leute, jetzt wisst ihr alles, was ihr braucht, um ein japanisches Visum zu beantragen, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Wenn ihr ein Part der Gaijin-Gang werden wollt, dann klickt auf jeden Fall unten jetzt auf den Abo-Button. Und ansonsten, Leute, sehen wir uns dann wie immer im nächsten Video in meiner neuen japanischen Wohnung. Ich liebe euch. Kuss geht raus.